Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es noch einmal um einen vermissten Fall. Und zwar um einen vermissten Fall aus dem Jahr 2016. Seit 7 Jahren wird der mittlerweile 64 oder 65 Jahre alte, gebürtige Spanier Dionisio Lazaro Ortiz, der zuletzt in Bensheim wohnte, vermisst. Und die Polizei geht von einem Verbrechen aus mittlerweile. Also wie alt er jetzt heute wäre, kann ich leider nicht genau eruieren. Es ist entweder 64 oder 65 Jahre alt. Der Einfachheit halber werde ich den Vermissten Lazaro nennen. Herr Lazaro Ortiz war ein Familienmensch und sehr zuverlässig, so wird er auf jeden Fall in der Pressemitteilung der Polizei beschrieben. Niemand aus seinem nahen Umfeld hätte es für möglich, dass er sich einfach so ohne ein Wort des Abschieds und vor allen Dingen aus freiwilligen Stücken abgesetzt hat. Er war geschieden und hatte 3 Kinder. Mit seinen 3 Kindern und seinen Eltern in Spanien war er sehr eng verbunden. Zu ihnen hatte er einen regelmäßigen Kontakt. Die Frage, wie und vor allem warum Lazaro Ortiz von jetzt auf gleich verschwunden ist, beschäftigt vor allem die Familie bis heute. Private Anstrengungen herauszufinden, wo sich der Familienvater, Freund und Sohn aufhält oder was ihm zugestoßen sein könnte, führten bisher ins Leere. Die Polizei hat seit dem Bekanntwerden des Verschwindens von Herrn Lazaro Ortiz am 21. Juni 2016 über 50 Befragungen und Vernehmungen durchgeführt. Wochen nach seinem Verschwinden wurde am 6. Juli 2016 der schwarze Mercedes-Kombi des Vermissten in der Brandenburger Straße im Ortsteil Eberstadt aufgefunden. Das angrenzende 300.000 Quadratmeter große Waldgebiet wurde mit einer Vielzahl von Polizeikräften und Spürhunden abgesucht. Auch wurde öffentlich mit Bildern nach Herrn Lazaro Ortiz gesucht. Gefunden wurde der Gesuchte jedoch bis heute nicht. Die Polizei schließt einen Suizid aus und ermittelt jetzt wegen eines Tötungsdeliktes. Die Frage, warum der schwarze Mercedes-Kombi in Eberstadt, Brandenburger Straße, abgestellt wurde, beschäftigt noch immer die Ermittler des Kommissariats 10 in Heppenheim. Hatte er sich im Eberstädter Waldgebiet mit jemandem getroffen? Ging es um Geldgeschäfte, die aus dem Ruder liefen? Das sind die Fragen. Herr Lazaro Ortiz war Geschäftsmann. Häufig trug er viel Bargeld bei sich. Als die Polizei sein Mercedes auffand, wurden noch mehrere tausend Euro aufgefunden. Die letzten Stunden seines spurlosen Verschwindens konnte die Polizei rekonstruieren. Demzufolge schaute Herr Lazaro Ortiz am frühen Abend des 21. Juni 2016 die Fußball-Europameisterschaft mit Freunden und seiner Ex-Frau in der Gaststätte zum Goldenen Löwen in Darmstadt-Arheiligen an. Anders als der Name vermuten lässt, ist es keine deutsche Kneipe, sondern eine italienische La Trattoria und ist an der Frankfurter Landstraße 153 in 64291 Darmstadt beheimatet. Für seine Ex-Frau ist es wohl auch ein kurzer Weg gewesen, in die Kneipe zu kommen, denn ihr gehört der gegenüberliegende Friseursalon. Dies müsste dann Sonjas Friseurladen sein in der Frankfurter Straße 165. An diesem Abend wurden 2 Fußballspiele live im Fernsehen übertragen. Das Spiel Nordirland gegen Deutschland sah sich Herr Lazaro Ortiz noch um 18 Uhr an. Während des Spiels ist die Stimmung entspannt und ausgelassen. Dieses Gruppenspiel gewinnt Deutschland mit einem knappen, aber ausreichenden 1:0. Da Lazaro Ortiz gebürtiger Spanier ist, dürfte das 2. Spiel an diesem Abend, Spanien-Kroatien, welches um 21 Uhr angepfiffen wurde, sein eigentliches Topspiel gewesen sein. Aber als das Spiel angepfiffen wurde, hatte er den Goldenen Löwen schon längst verlassen. Denn um 20 Uhr klingelte das Handy von ihm. Er nahm das Gespräch an, aber aus seinem Umfeld, also von den Gästen, bekam niemand mit, wer der Anrufer war, vielleicht war es auch eine Anruferin, oder warum es bei dem Telefonat überhaupt ging. Seinen Freunden und vermutlich auch seiner Ex-Frau teilte er nach dem Telefonat mit,
dass er sich das Spiel zu Hause anschauen wird. Er wohnt in Bensheim, das ist etwa 30 Kilometer entfernt von der Kneipe, und verlässt dann den Goldenen Löwen. In den meisten Artikeln wird Lazaro Ortiz einfach als Geschäftsmann bezeichnet. Konkret bezeichnet ist er ein Gebrauchtwagenhändler und anscheinend, so wie ein oder zwei andere Zeitungen berichten, auch Schrotthändler. Und wie es in der Gebrauchtwagenbranche üblich ist, führt er oft viel Bargeld bei sich. Das hat damit zu tun, dass sie dann bei einer günstigen Offerte schnell reagieren können. Sein Geschäft befindet sich in Messel. Messel ist eine Gemeinde im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg, nördöstlich von Darmstadt, und hatte zum Ende Juni 2009 knapp 3.800 Einwohner, also ein kleines Städtchen. Wie ging es dann weiter, nachdem Lazaro Ortiz das Lokal verlassen hatte? Seine Ex-Frau schickte ihm dann gegen 21.30 Uhr eine WhatsApp. Wahrscheinlich schreibt sie ihm wegen des 1:0-Treffers der Spanier in der 7. Minute durch Morata. Auf diese Nachricht erhält sie eine Antwort. Es ist natürlich jetzt unklar, ob diese Antwort tatsächlich von Lazaro kam oder ob es auch gewesen sein könnte, dass jemand anderes diese Nachricht geschickt hat. Außerdem gibt es keine Informationen in den Medien darüber, ob festgestellt wurde, in welcher Funkzelle sich das Handy zu dem Zeitpunkt befand, als die Nachricht verschickt wurde. Gegen 23 Uhr sendet seine Ex-Frau ihm erneut eine WhatsApp. Vermutlich wegen der Niederlage der Spanier gegen die Kroaten. Aber diese Nachricht wird auf dem Handy nicht mehr zugestellt. Das Handy ist, so wie es aussieht, ausgeschaltet. Daraufhin meldet man Lazaro Ortiz dann als vermisst. Es kann sich keiner einen Reim auf sein Verschwinden machen, denn wie bereits vorher gesagt, war er ein absoluter Familienmensch, der nicht einfach so verschwinden würde. Da er auch noch als sehr zuverlässig galt, war schnell klar, dass irgendetwas passiert sein musste. Die ersten Ermittlungen der Polizei in Heppenheim ergaben aber keine Hinweise auf eine mögliche Straftat. Und auch für die Möglichkeit, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, gab es keine Anhaltspunkte. Im Laufe der Ermittlungen wurden, wie schon gesagt, über 50 Personen befragt und man startete eine Öffentlichkeitsverhandlung, um diese um Mithilfe zu bitten. Es wird in der Pressemitteilung zur Suche nach Lazaro Ortiz ein Bild von ihm und seinem Auto veröffentlicht. Am 6. Juli 2016 meldet sich dann eine Zeugin bei der Polizei. Sie gibt an, das Auto von Lazaro Ortiz gesehen zu haben. Der schwarze Mercedes-Kombi wird nach dem Hinweis der Zeugin am Waldrand an der Brandenburger Straße bei Eberstadt von der Polizei aufgefunden. Bei der ersten Augenscheinnahme wird festgestellt, dass der Wagen ordnungsgemäß geparkt wurde. Ebenso war das Fahrzeug ordnungsgemäß verschlossen. Weitere Nachforschungen der Polizei ergeben, dass das Fahrzeug dort schon ein paar Tage gestanden haben muss. Persönliche Gegenstände von Lazaro Ortiz werden im Auto nicht gefunden. Dies sei bei ihm aber üblich, so berichtete es später sein Bruder, dass er keine persönlichen Gegenstände im Auto zurückließ. Was dann aber interessant ist, ist, dass die Polizei eine schwarze Geldtasche im Auto findet. Und es befinden sich in der Geldtasche mehrere tausend Euro. Dass dieses Geld gefunden wurde, bedeutet für die Ermittler erst einmal, dass es sich wahrscheinlich nicht um eine Raubtat handelt. Weiterhin kann die Polizei eine Wochenzeitung und einen Flyer im Fußraum des Autos finden. Bei der Wochenzeitung handelt es sich um das Wochenjournal vom Mittwoch, dem 8. Juni 2016. Und bei dem Flyer scheint es sich um ein Restaurant oder ähnliches gehandelt zu haben. Denn darauf war etwas von einer Silvestergala und einem Weihnachtsspecial zu lesen. Die Polizei sucht danach Zeugen, die Angaben machen können, also etwas gesehen haben, als das Fahrzeug dort am Waldrand abgestellt wurde. Der Auffindeort des Fahrzeugs liegt etwa auf halber Strecke zwischen der Gaststätte zum Goldenen Löwen und seiner Wohnung in Bensheim. Am Fundort von seinem Mercedes gibt es dann auch eine große Suchaktion.
Noch einmal zum Fundort des Autos, welches nach der ersten Begutachtung abgeschleppt wurde, und zwar zur KTU, gehe ich mal von aus. Er stand, wie ihr sehen könnt, auf einem Parkplatz am Waldrand. Und dieser Parkplatz befindet sich am Ende einer Wohnstraße. Das angrenzende 300.000 Quadratmeter große Waldgebiet wurde mit einer Vielzahl von Polizeikräften und Spürhunden durchsucht. Allerdings fanden diese Suchmaßnahmen erst mehrere Wochen nach dem Verschwinden von Lazaro Ortiz statt. Diese Suche wurde mit Leichenspürhunden durchgeführt, da man mittlerweile von einem Verbrechen ausging und nicht mehr glaubte, dass Lazaro Ortiz sich lebend in dem zu durchsuchenden Gebiet befinden würde. Die Suche blieb ohne Ergebnis. Es kann also weder Lazaro Ortiz als auch irgendeine Spur gefunden werden, so wie es aussieht. Es gab dann keine neuen Ergebnisse oder Ansätze in diesem Fall. Wobei man auf jeden Fall davon ausging, dass hier eine Straftat vorlag. Denn ein freiwilliges Verschwinden und ein Freitod standen aufgrund der Lebenssituation und dem Umfeld nicht zur Debatte. Weiterhin wäre mit größter Wahrscheinlichkeit beim Freitod auch seine Leiche bei der Durchsuchung des Geländes gefunden worden. Was gegen ein freiwilliges Verschwinden spricht, ist einmal, dass er das Geld im Auto zurückließ und es nach seinem Verschwinden auch keine Kontobewegung mehr gab. 2022 startete die Polizei dann erneut die Ermittlungen in dem Fall. Allerdings gibt es dort auch wohl keine neuen Erkenntnisse. Zumindest wurde nichts veröffentlicht. Schauen wir uns den Fall nochmal an. Anscheinend war es geplant, an diesem 21.06.2016 die beiden Spiele Deutschland-Nordirland und Kroatien-Spanien in der Gaststätte anzuschauen. Zwischen den beiden Spielen, 20 Uhr, erhält er einen Anruf, aufgrund dessen er mitteilt, dass sich das zweite Spiel Kroatien-Spanien zu Hause anschaut. Die Strecke vom Lokal bis zu seinem Zuhause ist etwa 30 Kilometer und laut Google Maps braucht man dafür ungefähr 25 bis 30 Minuten. Er wird das Lokal also verlassen haben und ging davon aus, nicht mehr rechtzeitig zum zweiten Spiel zurück zu sein. Oder vielleicht war ihm die Strecke auch einfach zu weit, also wieder zur Gaststätte zurückzufahren, weil es ist ja nicht klar, wo er sich mit dieser Person getroffen hat. Dass er sich mit jemandem getroffen hat, das dürfte klar sein. Auf halber Strecke von der Gaststätte zu seinem Zuhause wird der Wagen auf einem Waldparkplatz gefunden. Wann er dort abgestellt wurde, ist unklar. Gefunden wurde er ja erst circa 2 Wochen später. Also der Anruf. Danach wird er sich mit jemandem treffen. Es muss wichtig sein. Denn er geht anscheinend sofort. Welche Art Treffen könnte es gewesen sein? Ein geschäftliches Treffen ist durchaus möglich, wobei ich sogar davon ausgehe. Vielleicht erhielt er ein Angebot für ein interessantes Auto. Und solche interessanten Angebote haben ja schon öfter zum Tod oder Verschwinden von Gebrauchtwagenhändlern geführt. Hier sei als Beispiel der Fall Joachim Seeleit aus Kassel genannt. Verschwunden, bis heute nicht wieder aufgetaucht. Denn auch er erhielt damals via Telefon eine interessante Offerte für ein Auto, welches er dann unbedingt kaufen wollte. Dabei geht es aber zumeist darum, das Opfer in eine Falle zu locken, zu berauben und dann verschwinden zu lassen. In diesem Fall war aber das Geld noch da. Oder war es nur ein Teil des Geldes? Auch das ist unklar. Also, dann, wenn es wirklich das gesamte Geld, was er bei sich geführt hat, würde ich hier eine Transaktion, also einen Autokauf, als Grund des Treffens ausschließen. Hatte vielleicht jemand Schulden bei Lazaro Ortiz, die beglichen werden sollten? Und es kam zum Streit und er musste deswegen sterben. Hat man sich eventuell auch an diesem Waldparkplatz getroffen? Im und am Auto wurden anscheinend keine Kampfspuren gefunden. Zumindest wurde nichts veröffentlicht. Und ist man vielleicht von dort aus weitergefahren, zum eigentlichen Tatort? Da wäre es natürlich dann auch wieder möglich, dass er mit der Geschichte eines Autos, welches er kaufen kann
oder günstig kaufen kann, zu einem anderen Ort gelockt und gefahren wurde. Oder hat man sich an einem anderen Ort getroffen und der Wagen wurde vom Täter am Waldrand abgestellt. Ich gehe mal davon aus, dass der oder die Täter aus seinem Umfeld kommen. Anscheinend war der Anruf nichts, was ihm irgendwie eine Gemütsregung entlockte. Zumindest wurde darüber nichts berichtet. Also auch kein Unmut, dass er das Spiel in der Gaststätte nicht sehen konnte. Hat er vielleicht auch auf den Anruf gewartet? Die Tochter oder zumindest eine Tochter von ihm hat eine Suchseite auf Facebook erstellt. Die habe ich euch hier mal verlinkt. Hier gab es allerdings den letzten Post am 22. Juni 2018. Also vor mehr als 5 Jahren. Auch hat diese Seite nur 99 Gefällt mir Angaben und 106 Follower. Damit meine ich, dass der Fall, so wie es sich für mich darstellt, nicht so tief in die Öffentlichkeit eingedrungen ist. Man kann mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass er tot ist. Ob der Fall jemals geklärt werden kann, ist natürlich wieder fraglich. Denn dazu wäre die Leiche sinnvoll. Aber ich hatte ja auch auf den Fall von Joachim Sieleit verwiesen, der bis heute auch verschwunden ist. Zu diesem Fall habe ich übrigens auch ein Video gemacht und dieses habe ich euch auch in der Beschreibung verlinkt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder fürs Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!